Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und heute mal ein Video, das nicht von mir stammt, sondern meiner Kollegin Bonnie Längersdorf. Sie hat nämlich im Rahmen der Internetwoche Köln einen Vortrag zur Sharing Economy gehalten. Es geht also um die Fragestellung: Dürft ihr über Airbnb so ohne weiteres eure Wohnung untervermieten? Dürft ihr bei Uber selber Taxifahrer spielen? Und was ist mit Nachbarschaftshilfe und Co.? All diese interessanten Fragen wird Bonnie euch im Laufe des jetzt folgenden sehr, sehr spannenden Vortrags beantworten. Und wenn euch das Thema interessiert, dann solltet ihr euch ein bisschen zurücklehnen, Zeit nehmen und diesen tollen Vortrag anschauen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die freundliche Einleitung. Sharing Economy, ein spannender Begriff, der uns immer wieder begegnet. Doch was heißt das eigentlich? In der perfekt gescherten Welt hätte ich morgen einen Termin in München. Ich würde natürlich nicht mit meinem Auto hinfahren, denn ich werde heutzutage mein Auto. Ich würde mir wahrscheinlich einen Platz bei der Mitfahrzentrale sichern. Ich komme da also gemütlich an, nicht in einem Hotel, sondern in einer Privatwohnung. Vielleicht die von Mia, die gerade in Madrid ist und ihre Wohnung über Airbnb angeboten hat. Zu meinem Termin fahre ich dann mit einem kleinen Car-to-Go-Auto, das ich mir einfach mit meiner App freischalten kann. Das Büro habe ich nur für ein paar Stunden angemietet. Alles klappt super, der Termin läuft. Am Abend fahre ich mit einem Uber zurück zum Flughafen. Das Flugzeug bringt mich dann in die Domstadt zurück. Doch was passiert, wenn die Mitfahrzentrale zu spät kommt? Wenn ich in der Gastwohnung etwas kaputt mache? Wenn das Büro von meinem Vormieter nicht ordnungsgemäß hinterlassen wird und der Uberfahrer auf dem Weg zum Flughafen einen Unfall macht? Und genau solche Probleme und auch andere wird es heute im Vortrag geben. Kurzer Überblick. Ich werde im gebotenen Kürze etwas zum Begriff der Sharing Economy, so wie wir sie heute verstehen, erzählen. Ich komme dann zur Entwicklung des Teils in der Gesellschaft. Keine Sorge, ich fange nicht im Mittelalter an. Und ich zeige dann was zur Entwicklung der Sharing Economy an sich, bevor wir dann zu den rechtlichen Aspekten kommen, am Beispiel von Airbnb und Uber. Am Ende wagen wir noch einen kleinen Ausblick auf das, was uns in Zukunft erwarten wird. Die Sharing Economy wird plakativ bezeichnet von den Befürwortern als abschöpferische Zerstörung. Gemeint ist, dass eine alte Gesellschaft aufbrechen muss, damit etwas Neues entstehen kann. Alte Geschäftsmodelle, alte Arbeitsmodelle. Die Gegner proklamieren bereits die Machtübernahme des Plattformkapitalismus. Sie sagen, die einzigen, die davon profitieren werden, sind große Unternehmen, die mit der Sharing Economy Geld machen. Was davon wirklich passiert, was die Wahrheit ist, am Ende des Vortrags werden wir es alle wissen. Was bedeutet die Sharing Economy für uns persönlich? Es gibt viel mehr Teilangebote, als man vielleicht auf den ersten Blick meint. Fangen wir an mit Mobilität. Jeder von uns kennt die kleinen blauen Car-to-Go-Smarts, die überall in der Stadt verteilt sind. Uber ist in aller Munde, vor allen Dingen wegen der Gerichtsverfahren, aber auch sonst. Auch die kleinen Call-Bikes von der Deutschen Bahn sind überall in der Stadt präsent. Essen kann geteilt werden. Bei Join My Meal kann ich einfach ein Gericht einstellen. Leute bewerben sich darauf, kommen zu mir zum Essen, ich koche was, wir essen gemeinsam. Auch Mode ist ein gutes Thema. Kleiderkreise ist ein Riesenunternehmen. Eine Plattform, die damit angefangen hat, dass man alte Kleider tauscht gegen Kleidung von anderen Menschen. So sollten Ressourcen geschont werden. Heute ist Kleiderkreise eine wahnsinnige Plattform, die mittlerweile Provisionen für die Tauschgeschäfte nimmt. Aber auch ganz normale Alltagsgegenstände und Waren, wie zum Beispiel bei Friends. Dort kann man einfach eine Bohrmaschine vom Nachbar ausleihen oder eine Kaffeemaschine, einen Rasenmäher, was auch immer. Ein dieses riesen neues Thema ist vor allen Dingen Geld. Lenster ist da vorne ganz dabei, man kann sich von seinen Freunden Mikrokredite leihen. Aber auch Crowdfunding-Plattformen, zum Beispiel Kickstarter, was ja meine Nemesis ist, wenn ich auf Kickstarter bin und die sagen, hello Kickstarters, dann bin ich die Erste, die das schon gelernt hat. Unterkünfte, Riesenthema, Airbnb, Couchsurfing, die ganze Palette. Man kann sein komplettes Leben, wenn man möchte, teilen. Wie begann das mit dem Teil? Ganz klassisch, wie gesagt, ich fange nicht im Mittelalter an, in der Nachbarschaft. Die Währung ist hier Vertrauen, der soziale Aspekt steht im Vordergrund. Man hat die Kinderbetreuung, ich gebe mein Kind nachmittags zur Nachbarin, am nächsten Tag hole ich das ab, man leiht sich Zucker, den Rasenmäher. Das Ganze basiert darauf, dass es eine lokale Gruppe ist und man sich kennt. Früh gibt es auch schon kommerzielle Angebote, wie zum Beispiel den Lesezirkel. Jeder von uns kennt das in der Arztpraxis.
oder auch die Gemeinschaftspraxis als solche. Man schließt sich zusammen, um Räumlichkeiten zusammen anzumieten, Infrastruktur zu teilen und so Kosten zu sparen. Wie gesagt, das Ganze basiert auf Vertrauen. Der Nachteil ist natürlich, es ist örtlich sehr, sehr eng begrenzt. Denn schon drei Straßen weiter kenne ich meinen Nachbarn eben nicht mehr. Im nächsten Viertel weiß ich nicht, wer da wohnt. Niemand bringt einem Fremden eine Tasse Zucker. Dann kam das Internet. Und Teilen war auf einmal etwas, was global möglich war. Es begann vor allen Dingen mit dem File-Sharing. Daten, Filme, Musik, das alles konnte in Sekundenschnelle von einem zu anderen Kontinent geteilt werden. Es war nicht mehr nur Nachbarschaft, es war auf einmal die ganze Welt, die vernetzt war. Nicht nur Daten, vor allen Dingen auch Wissen. Wir alle kennen Wikipedia. Dort tragen alle Menschen ihr Wissen zusammen und es baut sich eine riesige Community auf, die einen enormen Wissensschatz hat. Die Wikipedia ist genauer als die British Encyclopedia. Und dennoch ist sie bisher nicht als zitierfähiges Werk anerkannt. Open Source, auch ein Riesenthema. Und dadurch verändert sich die Arbeitswelt. Auf einmal können Menschen auf der ganzen Welt an einem Projekt zusammenarbeiten. Sie können ihre Kräfte bündeln, ihr Wissen bündeln und dadurch ganz neue Möglichkeiten schaffen. Wichtig war im Internet immer Gemeinschaft und Teilhabe. Ich kann nicht nur konsumieren, ich kann partizipieren, ich kann Teil sein von dieser Gesellschaft. Und das war auch das, was einfach als sozialer Gedanke immer im Vordergrund stand. Das Teilen hat sich dann ein wenig verlagert, online to offline. Das heißt, die Plattform, die Benutzung war immer noch online. eBay, Mitfahrzentrale, Carsharing, Couchsurfing. Doch die Realisierung erfolgte dann in der Offline-Welt. Ich buche meine Mitfahrzentrale online, aber der Fahrer holt mich faktisch ab. Auch das hat wieder ganz neue Möglichkeiten geschaffen, Menschen zusammenzubringen. Problem ist natürlich, was ist mit der Währung? Vertrauen ist normalerweise das Währung beim Teilen. Das hat man aber nicht. Ich kenne nun mal denjenigen nicht, der mich dann mit seinem Auto abholt. Ich weiß nicht, ist das ein guter Fahrer? Ist der sicher? Was ist mit seinem Auto? Deswegen hat sich einfach ein Bewertungssystem entwickelt. Und Bewertungen ersetzen in diesem Fall das Vertrauen. Denn wenn schon fünf Leute geschrieben haben, super Fahrer, tolle Musik läuft im Auto, wir sind wirklich angekommen, klar, wieso soll ich den dann nicht nehmen? Schreiben vier Leute, er kam zu spät, hat im Auto geraucht und überhaupt war alles ganz ätzend, nehme ich den wahrscheinlich nicht. Die Vorteile, ganz klar, es gibt keine örtliche Begrenzung, die Umweltbilanz wird verbessert, weil Ressourcen geschont und geteilt werden. Außerdem hat sich dadurch die Arbeitswelt verändert. Denn ich bin viel schneller und flexibler als ein großes Unternehmen. Mein Nachbar schreibt mich nach abends an über die App und sagt, du, ich brauche morgens den Rasenmäher. Klar, so, ich komme vorbei, bilde dir ab. Oder ich bekomme eine Buchung bei Airbnb rein. Ich kann sofort hingehen, den Raum herrichten und es abwickeln. Das können große Unternehmen auch überhaupt nicht leisten. Allerdings kamen auch natürlich schnell erste Probleme auf. Das Urheberrecht, ein Riesenthema. Das Urheberrecht kennt keine Landesgrenzen. Wir teilen über die ganze Welt. Allerdings sind die Gesetze sehr statisch immer nur auf ein Land ausgerichtet. Das Problem haben wir bis heute noch nicht rechtlich in den Griff bekommen. Wir haben immer noch große Fälle, die wissen, wie die Heiligen, worum sich gestritten wird, wer welche Rechte hat, wer wann was benutzen darf und was passiert, wenn es über Landesgrenzen hinaus passiert. Auch ein großes Problem. Wann bin ich privater, wann bin ich gewerblicher? Das Problem hat sich als erstes aufgetan bei eBay. Bis wie viel Verkäufe im Monat bin ich noch privat? Man kann vielleicht einen Vergleich ziehen, wenn ich auf dem Flohmarkt gehe, interessiert es niemanden, ob ich 150 Sachen verkaufe oder 350 Sachen. Jetzt bin ich aber mal im Internet und ich habe 150 Verkäufe oder 350 Verkäufe. Muss ich das versteuern? Muss ich dafür ein Gewerbe anmieten? Alles Fragen, auf die vor allen Dingen die Gesetzgebung überhaupt nicht vorbereitet war. Unsere Gesetzgebung ist darauf ausgerichtet, dass Unternehmen an Unternehmen verkaufen oder Unternehmen an Kunden verkaufen. Dass auf einmal Kunden zu kleinen Unternehmen werden, Mikrounternehmer, darauf ist es überhaupt nicht ausgelegt und überhaupt nicht vorbereitet. Die Entwicklung der Sharing Economy. Wie ich eben aufgezeigt habe, es ging zunächst um einen sozialen Aspekt. Der hat sich etwas gewandelt, vor allem auch durch diese eBay-Geschichte. Auf einmal geht es auch um finanzielle Interessen. Ich kann Geld verdienen, wenn ich etwas teile mit anderen Menschen. Zudem tritt der Vermittlungsaspekt in den Vordergrund. Früher war es so, ich habe etwas, ich gebe das jemand anderem. Das Geschäft läuft zwischen uns weiter. Auf einmal steht dazwischen eine große Plattform.
die nur Geld dafür nimmt, dass sie uns beide zusammenbringt. Die haben überhaupt gar kein eigenes Produkt, was sie anbieten. Das Produkt ist oder die Idee ist, nur Menschen zusammenzubringen. Daraus gründeten sich professionelle Sharing-Plattformen. Uber und Airbnb haben wir zum Beispiel schon gehört. Interessanterweise hat gerade die Wirtschaftskrise den großen Durchbruch in den USA für Sharing-Plattformen gebracht. Sehr starke große Arbeitslosigkeit, die Menschen wussten nicht mehr wohin. Aber dass jeder dort hat ein Auto, dass jeder dort hat ein Haus. Was mache ich also? Ich setze mich in mein Auto, starte die Uber-App und biete meine Dienste an. Ich vermiete ein Zimmer in meinem Haus. Dadurch haben sich ganz neue Einnahmequellen aufgetan. Die Leute hatten wieder eine Perspektive, eine Möglichkeit für sich und konnten sich so etwas dazugewinnen. Das hat einen großen Boom verursacht, der bis heute anhält. Mittlerweile werden auch immer neue Sharing-Konzepte entwickelt. Zum Beispiel gerade sehr im Trend Lego-Baukästen. Man kennt es ja von selber kleiner. Man bekommt einen Lego-Baukasten, das wird aufgebaut und dann steht es irgendwo in der Ecke und wird staubig. Es gibt jetzt ein Konzept, dass ich einen Lego-Baukasten bekomme, den aufbauen, wieder abbauen, wenn ich lustig bin, schicke es zurück, bekomme eine neue Box im Abo. Das heißt, es geht mehr darum, etwas zu benutzen und nicht es dauerhaft zu behalten. Auch Kleiderboxen sind im Moment ein großes Thema. Ich bekomme 5 Kleidungsstücke, kann sie so lange behalten, wenn ich lustig bin, schicke sie zurück, bekomme neue Kleidungsstücke. Auch ganz lustig, vielleicht etwas bedenklich, der Trend, dass man auch Haustiere mittlerweile teilen kann. Für alle von uns, die nicht tätig sind und vielleicht einen Hund gern hätten, ist das gut? Ich weiß es nicht. Das große Problem ist, wie schon gesagt, es gibt keine Regelung für diese Geschäftsfelder. Wir stehen also ein bisschen auf verlorenen Posten. Zudem müssen verschiedene Interessen in Ausgleich gebracht werden. Es gibt, wenn man es so runterbricht, eigentlich 5 Akteure in diesem Markt. Einmal der Staat. Im Staat geht es um was sonst? Steuern. Na klar. Dann gibt es die Plattformbetreiber, die dadurch ein großes Geschäftsmodell sehen. Es gibt die Konkurrenten, die das natürlich überhaupt nicht witzig finden, wenn auf einmal ganz viele Uber auf den Markt strömen. Es gibt die privaten Anbieter und es gibt natürlich uns, die Endkunden. Fangen wir mal mit praktischen Beispielen an. Airbnb. Ich weiß nicht, ob alle es kennen. Bei Airbnb funktioniert es so. Ich habe ein freies Zimmer oder ich bin gerade im Urlaub und brauche meine Wohnung nicht. Also mache ich hübsche Fotos davon. Es gibt sogar Airbnb-Fotografen, die in meine Wohnung kommen und es sehr hübsch aussehen lassen und stelle sie auf die Plattform. Dann können Leute, die gerne Urlaub machen wollen, sie einfach auf ein Angebot klicken, die vereinbaren Preis, die kommen an und wohnen eine Zeit lang. Die Geschichte hinter Airbnb ist eigentlich ganz nett. Das waren nämlich Studenten, die in der WG gewohnt haben und die hatten auf einmal ein Zimmer frei. Und während einer großen Messe gab es natürlich kein freies Hotelzimmer mehr. Dann haben die einfach Leute aufgenommen, weil sie dieses freie Zimmer hatten, haben eine Matratze reingelegt und haben die bewirtet. Und gemerkt, das ist eigentlich ganz witzig mit fremden Leuten, kennenzulernen und denen was zu unternehmen. Daraus entwickelte sich dann auch der Name Airbnb, der besteht aus Airbed, also Luftmatratze, und Bed and Breakfast. Genau hier sieht man auch wieder diese Entwicklung. Es ging eigentlich nur darum, neue Menschen kennenzulernen. Daraus allerdings hat sich ein riesiges wirtschaftliches Gebilde entwickelt. Kurzer Vergleich. Airbnb bietet über 800.000 Betten in 194 Ländern. Die Hotelkette Hilton, die seit über 100 Jahren am Markt ist tatsächlich, hat 690.000 Betten in 90 Ländern. In über 4.160 Hotels. Jetzt muss man mal überlegen, Airbnb hat keines von diesen Betten selber gekauft, selber aufgestellt, irgendwelche Infrastruktur dafür geschaffen. Hilton hat in mühseliger Kleinarbeit Gebäude errichtet, Betten gekauft, Infrastruktur geschaffen, Serviceleistungen bereitgestellt. Und dennoch sieht man, was das für ein wahnsinnig wachsender Markt ist, wenn man diesen Vergleich sieht. Das führt natürlich zu absurden Konstellationen. 62% der Wohnungsanbieter, die ihre Wohnung bei Airbnb in New York anbieten, finanzieren diese Wohnung mit Übereinnahmen aus Airbnb-Vermietungen. Deswegen gibt es Leute, die sich extra größere und schönere Wohnungen anbieten, die sie nur deshalb finanzieren können, weil es Einnahmen über Airbnb gibt. Tja, das führt natürlich dazu, dass der Wohnraum extrem verknappt wird, das verzerrt den Markt. Und es gibt natürlich Wettbewerbsnachteile für Hotels, die finden das nämlich überhaupt nicht witzig. Jetzt gibt es ein großes Problem.
In New York wurde nämlich die Vermietung über Airbnb teilweise verboten. Jetzt habe ich eine große Wohnung, die ich mir eigentlich überhaupt nicht leisten kann, sondern nur wegen der Airbnb-Einnahmen. Jetzt brechen die weg. Jetzt stehe ich da und bin in einer überteuerten Wohnung mitten in New York. Auch in Deutschland gibt es Bestrebungen. In Berlin gibt es seit Dezember 2013 das etwas sperrige Zweckentfremdungsverbotsgesetz, das sieht vor, dass Kurzzeitvermietungen unter einem Genehmigungsvorbehalt stehen. Das heißt, ich brauche eine Genehmigung, wenn ich meine Wohnung kurzzeitig anbieten möchte. Dann muss ich mich an die Regelungen für Ferienwohnungen halten. Das hat dazu geführt, dass Airbnb in Berlin einen enormen Knick erlitten hat. Viele interessiert es nicht, die machen es trotzdem, aber einige lassen sich schon davon abschrecken. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass sich einfach die anderen Mieter im Haus beschwert haben. Es gibt Wohnungen, wie mein Chef schon erläutert hat, die nur dafür bereitgestellt werden, über Airbnb angemietet zu werden. Da kommen alle zwei Tage neue Touristen vorbei, die machen Lärm, die interessiert es nicht, die wohnen da nicht, die hinterlassen vielleicht auch die Wohnung nicht ordentlich, die hinterlassen das Treppenhaus nicht ordentlich. Und die Mieter, die da schon länger wohnen, die da einfach ihren Lebensmittelpunkt haben, fühlen sich enorm gestört. Deswegen gibt es auch entsprechende Reaktionen von privaten Vermietern. Denn es ist so, dass in den meisten Mietverträgen in Deutschland die Untervermietung unter einem Genehmigungsvorbehalt steht. Das heißt, ich muss fragen, ob ich die Wohnung vermieten darf oder nicht. Das passiert natürlich in seltensten Fällen bei Airbnb. Es führt aber dazu, dass es einen Kündigungsgrund gibt und dass mich mein Vermieter einfach aus meiner Wohnung schmeißen darf. Es gibt ja. Ja. Muss ja nicht vorher einmal machen. Bitte? Muss ja nicht vorher einmal machen. Genau, ich muss vorher einmal machen. Okay. Ja, denke ich mal. Da gibt es aber einen ganz interessanten Fall. Denn in Berlin musste das Airbnb entscheiden. Es gab ein Pärchen, die hatten eine Wohnung öfter über Airbnb angeboten. Und dann wurden sie abgemahnt von der Vermieterin. Und diese Wohnung war einfach nur weiterhin über Airbnb angeboten. Es kam aber faktisch zu keiner weiteren Vermietung. Dennoch hat das Gericht gesagt, das bloße Anbieten reicht schon für einen außerordentlichen Kündigungsgrund. Die sind dann aus der Wohnung geflogen. Also überlegen, ob man seine Wohnung jetzt tatsächlich einfach so auf die Plattform steht, dann steht man vielleicht morgen selber als Interessent und muss sich eine Ahnung machen. Verdient Airbnb doppelt. Verdient Airbnb doppelt, das ist eine Idee. Probleme, die sich daraus ergeben. Wer haftet im Schadensfall? Nette Anekdote, ein paar findige Prostituierte in New York haben sich eine riesige Penthouse-Wohnung angemietet und ein Pop-up-Bordell für einen Abend aufgemacht. Das hatte sich der Penthouse-Besitzer natürlich nicht so vorgestellt, als er seine Wohnung bei Airbnb angeboten hat. Es gibt auch einen schönen Fall aus Deutschland, in Dresden, wurde eine Wohnung über Airbnb vermietet und für einen Pornodreh genutzt. Auch das findet man vielleicht nicht so witzig als Pornodrehhabe. Es geht natürlich aber auch einfach etwas kaputt. Das ist faktisch so. Es passiert einem auch im Hotel, es passiert einem auch einfach in einer Ferienwohnung. Die Frage ist dann immer, wie ist das Wort herhaft? Eigentlich ist es ein Problem, das wahnsinnig leicht zu lösen. In San Francisco werden bei den Buchungen über Airbnb eine Zusatzversicherung eingebunden. Ein ganz kleiner Betrag, für den die Schäden einfach abgedeckt werden. Das ist natürlich auch ein super neues Geschäftsmodell, das man sich einfach überlegt als Versicherung, ich biete das an für einen kleinen Betrag, denn was geht denn schon groß in einer Wohnung? Das wird bei vielen Vermietungen sicherlich rentabel sein. Also ein sehr lösbares Problem. Der Staat, wo wir wieder beim Thema sind, Verlust von Steuereinnahmen. Es wird immer wieder gesagt, wenn die Wohnungen angeboten werden über Airbnb, haben wir das Problem, dass die Leute keinen Steuerrat führen. Es gibt wieder Schwarzvermietungen, auch hier gibt es wieder die Problematik. Ist man jetzt privater Anbieter oder ist man gewerblicher Anbieter? Keiner weiß es so genau. Doch selbst wenn ich meine Wohnung als ein Hotel anmelden wollte, kann ich das nicht wirklich. Denn dieses Steuerformular, das fragt nach einem Hotelnamen und nach einer Lizenznummer. Die habe ich aber praktisch nicht. Das heißt, diese ganze Problematik kann ich überhaupt nicht lösen als privater Anbieter. Allerdings gibt es auch dafür Lösungen, denn in San Francisco, mal wieder Vorreiter, werden bei jeder Buchung automatisiert 14% Steuern an den Staat abgeführt. Sind sie wahnsinnig effektiv? Denn Fakt ist, das Hotel, ob das irgendwelche illegalen Einnahmen hat, ob das Schwarzeinnahmen hat, Schwarzvermietungen, ruft ja auch niemand wirklich nach oder kann auch praktisch nicht nachgeprüft werden. Da aber jeden Buchung über die App oder die Plattform läuft, ist es alles wahnsinnig transparent. Das heißt, Steuern hinterziehen ist eigentlich wahnsinnig schwierig, wenn ich eine automatisierte Steuerabgabe habe.
Auch das ein Problem, war es nicht leicht zu lösen. Man sieht, ich bin ein Fan der Sharing-Ökonomie und finde, dass es eigentlich alles gar nicht so schlimm ist, wie man getan wird. Nächstes schönes Beispiel, Uber. Was ist Uber? Es gibt verschiedene Dienste bei Uber. Uber Black ist ein einfacher Limousinen-Service, der ist rechtlich in Deutschland nicht so problematisch, nicht erwähnenswert. Uber Pop ist eigentlich das, worum es geht. Bei Uber Pop habe ich zum Beispiel am Nachmittag 3 Stunden Zeit, ein Auto und möchte etwas dazufügen. Dann wird die App auf mein Handy runter, registriere mich als Fahrer und kann dann losdüsen. Stelle mich an eine Kreuzung, die irgendwie belebt ist, wo ich weiß, da gehen abends viele Leute hin, da kann ich Geld machen. Die Leute öffnen Uber auf ihre App und sagen, ich stehe jetzt hier und ich sehe, das nächste Uber ist 3 Minuten entfernt, ist nicht. Klick drauf, der Fahrer kommt zu mir, der weiß, wo ich bin. Ich bezahle es automatisiert per Kreditkarte. Das Problem ist allerdings, dass Uber nur von Privatpersonen gefahren wird bei Uber.com. Und das hat dann zu diesen vielen rechtlichen Problemen geführt mit den vielen Gerichtsurteilen. Deshalb hat sich Uber überlegt, okay, wir führen einen neuen Dienst an UberX. UberX ist im Prinzip wahnsinnig langweilig, wenn man so möchte, denn es vermittelt nur offizielle Taxifahrer. Hier haben wir die Entwicklung. Früher hat Uber angefangen als Limousinendienst. Hat sich dann entwickelt zu einem Online-Vermittlungsdienst für Fahrdienstleistungen. Im September 2014 war Uber in über 200 Städten präsent. Aber die Taxiunternehmen fanden das alles überhaupt nicht lustig. Die haben geklagt. Es gab extrem viele zivil- und verwaltungsrechtliche Verbote. Jetzt muss man fairerweise sagen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. In Thailand, in Indonesien, in Belgien, Frankreich, in den Niederlanden, sogar in China. Das Hauptproblem in Deutschland dreht sich darum, ob Uber Beförderer im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 Personenbeförderungsgesetzes, auch wieder ein etwas sperriges Gesetz. Denn wenn es so wäre, dass sie Beförderer wären, dann müssten sie Genehmigungen einholen und dann müssten auch die Fahrer Taxilizenzen haben. Uber selbst argumentiert, wir haben ja gar kein eigenes Produkt, wir sind doch nur die Plattform, die die Menschen zusammenbringt, die Fahrer und diejenigen, die befördert werden möchten. Das Gericht sagt, ja, das mag alles sein, aber Fakt ist, ihr steht auf der Rechnung, ihr vermittelt die Preise und ihr seid einfach die Anbieter, die zum Kunden in Kontakt treten. Die Fahrer können nicht darüber bestimmen, wie viel kostet eine Fahrt, wann stelle ich die Rechnung aus, wie stelle ich die Rechnung aus, wann buche ich den Betrag ab, wie buche ich den Betrag ab. Und da muss ich sagen, das sehe ich ähnlich, ich sehe auch so, dass Uber auf jeden Fall beförderbar ist und sich da auch entsprechend verhalten muss und entsprechende Regelungen einhalten. Was bei uns mal als Riesenproblem diskutiert wird, ist ungeeignete Fahrer. Es gibt nur wenige Voraussetzungen. Die Fahrer dürfen nur mindestens 21 Jahre alt sein, das Auto darf maximal 10 Jahre alt sein, die Fahrer müssen Fahrerfahrung haben. Sie brauchen aber weder Ortskenntnisse noch eine Taxilizenz. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ein bisschen dürftig vielleicht, aber da muss ich sagen, ich habe letztes Jahr 3 Monate in Kapstadt gelebt. Uber war da mein Hauptbeförderungsmittel. Das hatte enorme Vorteile, denn die Fahrer müssen 21 Jahre alt sein. Und das Auto darf maximal 10 Jahre alt sein. Im Vergleich zu den Taxen, die es da gibt, ist das ein enormer Vorteil. Außerdem steht der Fahrpreis vorher fest. Wir haben es mal einmal erlebt, dass wir Doppeltaxi nehmen müssen. Und dann hat es mitten im Berg angehalten und sagte, ja, er hätte ja nicht bedacht, dass wenn man einen Berg hochfährt, viel mehr Sprit verbraucht wird. Deswegen hätte er jetzt gerne noch ein bisschen Geld dazu. Weil diese ganzen Berge, wer soll das denn alles bezahlen? Das passiert einem bei Uber ja klar nicht. Also der Fahrpreis ist frei festgelegt. Außerdem ist es uns passiert, dass man ein Taxi gerufen hat. Und dann sagen die, ja, das kommt gleich. Also gleich ist in Afrika sowieso so ein bisschen, ne? Gibt es heute Schritt zu morgen. Aber wenn man nach einer Stunde mal nachfragt, wo bleibt denn das Taxi? Ja, das kommt gleich. Nach der zweiten Stunde ruft man nochmal an. Ja, das war schon da, das hat sie nicht gefunden. Ach so. Bei Uber läuft das anders. Ich habe die App, ich sehe, wo der Fahrer ist. Ich sehe es ganz genau auf der Karte, wo er gerade abbiegt. Wenn er falsch abbiegt, dann ruft man ihn an. Denn seine Nummer ist verfügbar, er kann ihm eine SMS schicken. Wir haben selbst Uber genutzt, wenn es zu Stoßzeiten viermal so teuer war wie ein normales Taxi. Normalerweise ist Uber nämlich günstiger, aber zu Stoßzeiten werden die Preise erhöht. Dann muss man teilweise den zweifachen, den vierfachen Preis bezahlen. Aber dennoch haben wir es gekauft genommen, weil der Komfort einfach viel, viel höher ist. Man wusste, die Autos sind in Ordnung. Es ist nicht so, dass die Windschutzscheibe gerissen ist, dass ein Spiegel fehlt, dass die Karre total verdreckt ist und die Berg vielleicht gar nicht mehr hochkommt. Also für uns war das ein enormer Vorteil.
Wir haben da immer so ein bisschen diese deutsche Sicht. Ist das überhaupt ausreichend? Passt das überhaupt? Aber man muss sich überlegen, dass Uber ein weltweites Unternehmen ist und dass die Standards weltweit festsetzen müssen. Die sind manchmal unter dem Landesdurchschnitt, die sind aber auch häufig über dem Landesdurchschnitt. Also Uber, ich bin ein Riesenfan. Als ich wieder hergekommen bin, war ich natürlich mehr als unglücklich darüber, dass es hier verboten wurde. Ein aus meiner Sicht das größte Problem ist der unzureichende Versicherungsschutz. Uber sieht sich, wie gesagt, lediglich als Vermittler. Die wollen nicht haften. Das hat zu einem Problem geführt. In den USA wurde ein 6-jähriges Mädchen angefahren, das war schwer verletzt von einem Uber-Fahrer. Uber hat gesagt, nicht unser Problem, wir haften nicht. Der Fahrer hatte eine Versicherung, aber wie in Deutschland auch, reicht die nur, wenn man privat unterwegs ist. In dem Moment, wo ich als gewerblicher Fahrer auftrete, verbürge ich diesen Versicherungsschutz. Das heißt, er hat privat gehaftet. Und er hatte natürlich nicht annähernd genug Geld, um diese ganzen Kosten für die Behandlung des Mädchens zu bezahlen. Im Endeffekt, Uber war zwar kein raus, hat sich nicht darum gekümmert. Der Mann ist in der Insolvenz und das Mädchen hat trotzdem nicht genug finanzielle Mittel zur Verfügung. Und daran müssen wir unbedingt arbeiten. Denn gerade bei Personenschäden sind die Haftungen einfach extrem hoch. Und wenn man da nicht versichert ist, geht man ganz schnell in die Pleite. Und dann müssen wir mit Druck halten. Aber auch hier, es kann doch nicht so schwer sein, ein Versicherungsmodell zu schaffen. Für Leute, die einfach nebenher oder wegen mir auch hauptberuflich als privater Fahrer tätig sein wollen. Das muss doch irgendwie machbar sein. Ein weiteres Problem ist die unzureichende Absicherung der Fahrer. Es gibt keine Gewerkschaft, es gibt keine Organisation. Im Zuge dieser ganzen Gerichtsverfahren hat Uber den Fahrpreis von über 1 Euro runtergesetzt auf 35 Cent. Denn sie dachten, sie würden dann als Mietfahrzentrale durchgehen. Die Fahrer konnten nichts machen. Auf einmal hat nur noch ein Drittel von seinem ursprünglichen Einkommen. Da kann man sich vorstellen, bei dem Gehalt, da kann man nicht noch was für die Altersvorsorge zurücklegen. Da kann man nicht noch in eine gute Krankenversicherung investieren oder in eine teure Versicherung. Das ist einfach nicht machbar. Und daran muss man was ändern. Man muss schauen, dass auch diese Fahrer, diese Mikrounternehmer, nicht nur für Uber, auch für Airbnb, für andere Sharing-Dienste, finanziell abgesichert werden können, dass sie die Chance haben, die Rente zu tun, etwas für die Versicherung zu tun, was beiseite zu legen. Auch hier wieder Verlust von Steuereinnahmen. Der Staat ist dann wieder ganz hinterher und sagt, ja gut, das hat natürlich wieder den Nachteil, dass Schwarzarbeit Tür und Tor geöffnet wird. Gleiches Argument wie EU. Wenn alles doch automatisiert über eine App verfügbar ist, dann kann ich jede einzelne Buchung nachvollziehen. Ich bekomme eine Kreditkartenabrechnung, sobald ich ausgestiegen bin, per E-Mail zugeschickt. Das heißt, die haben auch bei sich intern alle Fahrten aufgeschlüsselt in einem Buchungssystem. Da ist kein Raum für Schwarzfahren. Man könnte einen automatisierten bestimmten Steuersatz abführen, alle wären glücklich. Ein kleiner Ausblick. Was wird uns noch erwarten? Im B2C-Bereich, im Endkundenbereich ist gerade ganz oft hoch Teilen von Versicherungen. Das funktioniert so. Ich habe eine klassische Haftpflicht. Und schließe eine kleine Zusatzversicherung mit meinen Freunden ab. Für Bagatellschäden bis zum Beispiel 50 Euro haften dann die Freunde untereinander. Das führt dazu, dass sich die Hauptversicherungsprämie um bis zu 75% reduzieren kann. B2C-Bereich ist allerdings schon so weit umfasst, dass es vor allen Dingen neue Entwicklungen in B2B im Unternehmensbereich gibt. Coworking Space. Große Thema auch in der Zukunft ist Auslagerung und Teilung von Produktionsstätten. Viele Produktionsstätten sind überhaupt nicht ausgelastet. Es gibt Spezialmaschinen, die nur für ganz geringe Anwendungsbereiche sind. Die stehen teilweise über 50% der Zeit leer. Hier macht es Sinn, wenn sich einfach Unternehmer zusammenschließen, wenn sie diese Produktionsstätten gemeinsam nutzen und so Ressourcen, vor allen Dingen aber auch Geld sparen. Wir fassen zusammen. Sharing Economy ist kein kurzlebiger Trend. Es gibt Dinge, die funktionieren nicht so gut. Das ist zum Beispiel Teilen von Alltagsgegenständen. Das setzt sich nicht so richtig durch, weil die Leute den Aufwand scheuen. Es ist eben doch aufwendig, seine 20 Euro Baumaschine auf eine Plattform hochzuladen und den Nachbarn zu leihen. Sie ihm auch zu pflegen. Das setzt sich bisher nicht so durch. Aber größere Anschaffungen, alles was mit viel Geld verbunden ist, zum Beispiel Autos, Wohnungen, das ist ein Trend, der sich durchgesetzt hat und der sich auch in Zukunft durchsetzen wird. Das beinhaltet natürlich auch weitere rechtliche Probleme. Wie ist das mit der Haftung für gemeinsam genutzte Ressourcen? Was ist, wenn die Produktionsstätte, die ich mit meinen Vorteile,
auf einmal stillsteht, weil jemand einen Schraubenzieher in die Maschine fallen lassen und ich 2 Tage lang nicht produzieren kann. Wer haftet dafür? Ist es versicherungsrechtlich abgedeckt? Wie können wir das steuerlich geltend machen, diese gemeinsamen Ressourcen? All das sind Probleme, die sich ergeben. Ich sehe hier die Gesetzgebung in der Pflicht. Denn wir müssen einen Ausgleich schaffen zwischen der schöpferischen Zerstörung, die mit Sicherheit etwas überzogen ist. Die Gesellschaft verändert sich nicht von heute auf morgen komplett. Das wird nicht passieren. Aber Sharing Economy ist schon ein Teil unserer Gesellschaft. Und es wird sich weiterhin durchsetzen. Die Machtübernahme des Plattformkapitalismus ist mit Sicherheit Teil dieser Realität. Die muss aber verhindert werden, genau durch diese Maßnahmen, die ich aufgezeigt habe. Wir müssen schauen, dass die Endkunden und die Nutzer, die Anbieter auf diesen Plattformen, dass die abgesichert sind. Und dafür gibt es relativ einfache Lösungen, die ich finde und aufgezeigt habe. Also mein Appell ist an die Gesetzgebung, schafft Regelungen, sorgt dafür, dass die Gesellschaft sich weiterentwickeln kann und dass dieses Konzept rechtlich abgesichert wird. Danke für die Aufmerksamkeit. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben zu dem Thema einen Aufsatz verfasst. In dem steht alles, was ich jetzt erklärt habe, auch nochmal detaillierter und etwas tief drin. Da kann man auch gerne die Urteile nochmal nachlesen. Wenn Interesse besteht, gerne bei mir melden, dann bin ich dabei, sofort zu mitmachen. Jetzt, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, gerne.